Hey Sion-kun, Nichiwa, hier ist wieder euer Keanu zurück mit Pokémon Kristall und wir stehen vor Professor Eich. Wieso hat Rüho uns hier vor Professor Eich rausgelassen? Ich habe keine blasse Ahnung. Denn Professor Eich sagt nur hier, schön, sammelst Orden, machst fleißig, lass Pokédex gucken. Ja, und eine andere Sache habe ich hier offcam gemacht. Ich bin hier drin geblieben, keine Sorge. Ich habe soweit nichts. Wobei. Auch zu einer Sache musste ich kommen, und zwar zum Pokémon Center, um mir Zerone wieder zu holen. Um die Regel wieder in Kraft zu setzen, von wegen, jeder darf nur zwei Pokémon haben. Ich denke mal, dass Sonnenkern oder Sonnenflora, das war ein Sonnenflora, oder? Das Sonnenflora gehört Rio und damit hätte er drei Pokémon im Team gehabt und ja. So geht es ja mal nicht, einfach mein Zerone rauslassen. Wieso? Rüdiger hat mein Zerone aus dem Team genommen. Ich bin der Einzige, der sich an die Regel hält, dass man die Pokémon der anderen nicht austauschen darf. So. Das musste ich jetzt aber einmal machen, damit ich mein Zerone wieder bekomme und Rüho keine drei Pokémon und ich nur eins und Rüdiger zwei im Team hat. Das wäre nämlich... Und ich muss überlegen, oder ich sollte Terra... Nee, Terra könnte man noch gebrauchen, da wo ich hin will. Nee, du kannst mich, weil ich habe keinen Bock auf dich, blöder Schwimmer. Ich habe auch keinen Bock auf dich, Tentara. Ja, sag ich doch, das ist ein kleines blödes... Tentara, ich habe nur zwei Finger. Dafür fünf Augen oder vier mit einem roten Diamanten obendrauf. Und Zinnoberinsel. Ja, und hier erwartet uns Gary. Wer bist du? Na, du bist augenscheinlich ein Trainer. Ich heiße Blau. Ich war einmal ein Champ. Wenn auch für eine kurze Zeit. Dieser nervige Rote hat mich ganz schön fertig gemacht. Wie dem auch sei, was willst du? Willst du gegen mich kämpfen? Ich sage es ungern, aber ich habe gar keine Lust zu kämpfen. Sieh dich gut um. Ein Vulkan bricht aus und vernichtet auf einen Schlag eine ganze Stadt. Wir werden weiterhin mit unseren Pokémon siegen oder verlieren. Aber wenn sich die Natur erhebt, ist alles im Nu dahin. So ist das eben. Trotz allem bin ich noch immer ein Trainer. Wenn ich einen starken Gegner treffe, möchte ich gegen ihn kämpfen. Wenn du nicht gegen mich kämpfen möchtest, dann besuch die Pokémon Arena in Vertania City. Dort werde ich mich deiner annehmen. So, und dann können wir jetzt auch schon wieder da hochfliegen. Nach Vertania. Fliegen? Was heißt fliegen? Da hoch. Schwimmen. Nach Vertania City. Und wie schön, dass ich jetzt gerade keine Ahnung habe, wie viele Orden wir haben. Wir haben den in Orania City, in Fuchsania City, in Prismania City. Und das war es auch schon bei mir. Nee, Azuria City haben wir auch, aber... Wie hießen die anderen Städte? Ich weiß es nicht. Ich hab's echt vergessen. Safronia? Das müssten 5 sein. Ich hab keine Ahnung, wie viele wir haben. Mamoria 6? Entweder habe ich gerade irgendwann einen übersehen. Und ich hole jetzt den 7. Oder wir haben mit dem dann 8. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Kann man das nachsehen? Ich glaube nicht. Das ist doof. Aber ich guck mal kurz, ob man das nachchecken kann. Crystal Orden. Ups. Crystal Orden. Ups. Nein, kann man nicht nachgucken. Das ist ziemlich blöd. Denn da muss man sich merken, was man für Orden hat. Und ich kann es nicht. Nein. Endlich habe ich das Fahrrad ausgewählt. Ich dachte, das schaffe ich nie mehr in diesem Part. Ich bin ein Level-2-Doktor, ich hab dich besiegen. Ich habe Angst vor dir, ich lauf lieber weg. Jetzt ist es mir wahrscheinlich gefallen, weil es weiß, dass ich Angst habe. Nein, es ist ein Radikal, das gesehen, dass ich Angst habe. Es denkt sich nämlich, mit der Popo-Wackel-Attacke kann ich ihn besiegen. Ja, aber ich renne niemanden weg und dann nervt mich auch kein blödes Pokémon mehr.
Ich laufe hier einmal rein, denn man kann ja nie wissen, muss man seine Pokémon heilen oder nicht. Und deshalb heile ich jetzt meine Pokémon. Und ich habe keine Ahnung, ob ich... Wie viele Orden wir jetzt haben? 7 oder 8? Ich weiß es nicht. Mist. Oh Mann. Jetzt auf jeden Fall, wo ist denn die Arena? Da kann ich mich doch nicht durchquetschen. Jeder Mensch könnte sich durch so eine Lücke durchquetschen, nur hier Crystal kann es natürlich nicht. Da kann ich auch nicht runtergehen, weil ich dann da runterspringen würde. Dieser blöde Opa kann mir mal gestohlen bleiben. So ist hier eigentlich alles aus Lego. Ich weiß es nicht. Hallo du. Hey, hast du es endlich hierher geschafft? Auf den Zinnoberinseln war mir nicht danach, aber jetzt können wir kämpfen. Willst du etwa behaupten, du hättest alle Arenaleiter in Johto besiegt? Hey, da müssten die Arenaleiter in Johto ziemliche Jammerlappen sein. Aber nur keine Bange. Ich werde dir sofort sagen, ob du ein guter Kämpfer bist. Fertig, Johto Champ! Oh yeah! Tritt gegen den Champ an! Eigentlich ist Rüdiger der Champ, denn er hat gewonnen. Und das ist derselbe Sprite, wie er ihn auch in Rot hat. Blau, gelb. Oder ist es dasselbe? Ich weiß es nicht. Ich mach Blizzard und das friert den Vogel die Flügel ein. Das schaffst du. Terra. I know you can. Das bringt nichts. Lass es sein. Mein Blizzard bringt viel mehr. Nein, eigentlich bringt es genauso viel. Aber das ist nur wegen dem Levelunterschied. Wäre Terra etwas stärker, würde das reinhauen. Oh nein! Auf Wiedersehen, Terra. Ja, Spiegeltrick ist eine Kopierattacke. Verdammt. Komm los, Jäger. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen, aber gut. Ja. Ich habe noch nie einen Vogel beißen sehen, ehrlich. Ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass Blau hier irgendwas einsetzt. Von wegen, ich heile mein Taubersitz. Und ich glaube, wir sind ziemlich unterlevelt. Ja, dagegen möchte ich Mihalo in den Kampf schicken. Denn das war eine doofe Idee. Miharu kann Surfer doch gar nicht. Ich muss Miharu noch Surfer beibringen. Aber Miharu kann Eisstrahl. Gut gemacht, Miharu. Und Miharu erreicht Level 51. So, was macht er jetzt? Simsala. Verdammt, ich hätte gerne noch Bisch gehabt. Hab ich doch. Da ist es. So, und Biss ist doch Unlicht gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Und Unlicht macht Psycho viel Schaden. Viel gutes Schaden. Ja. Dum, 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 du, 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 du. Sehr effektiv. Reflektor, ich weiß nie, was Reflektor nun ist, ob's physisch, was war das? Jetzt habe ich mich erschrocken. Das Spiel ist genauso gruselig wie Project Zero. 21,51! Garados! So, jetzt kommt aber Miharu. Der Miharu hat Blitzkanone und Blitzkanone macht bei Garados. Wenn es denn trifft. Denn Blitzkanone trifft nicht sonderlich oft. Naja. Das war nicht sehr intelligent und das hat getroffen. Und? Wow, wie knapp. Und es ist paralysiert. Miharu trägt Überreste, okay. Das habe ich schon gedacht. Mir schon gedacht.
Ach ja, Blitzkanone paralysierte auch sofort, wenn ich mich recht erinnere. Irgend sowas hatte Ryo mal erzählt. Wie gesagt, Blitzkanone ist eine Attacke, die sehr schnell und sehr einfach daneben geht. Das ist ein richtiger Ausdauerkampf. Reflektor hat jetzt auch nachgelassen in der Sekunde. Das dürfte jetzt böse enden für Garados. Und zack. Und dann auch noch ein Volltreffer, das konnte Garados nicht überstehen. Das war böse. Ein Kokorai. Ja, mächtig. Das ist die große Stunde von Ryos Pokémon. Sie kämpfen alleine gegen Blau. So, und jetzt kommt ein Flammenwurf. Ein Wurf der Flammen. Das war ein Scheißwitz, ich weiß. Aber auch überhaupt nicht lustig. Owei, owei, Kokowei. Sieht nicht gut aus. Bound. So, und was kommt jetzt als letztes? Arcani. Da möchte ich Dragoon aussenden. Denn Dragoon hat Surfer. Und Dragoon könnte mal eine XP gebrauchen, damit sie irgendwann Drago ran. Ja. Und es ist natürlich auch noch ganz knapp davor. Und zack. Also wenn Dragoon jetzt gewinnt und dafür werde ich sorgen, bekommt es auf jeden Fall Level 52. Und mit 56? Entwickelt er sich, glaube ich. Wieder Turbo-Tempo? Nein. Surfer, ja. Fast den kompletten Part hänge ich hier nur an den Kampf gegen Gary. Wow. Nein, ist uncool. I don't like you with Top-Genesung. I like you with going to surf. Und then you are drowning for Arcani in the water. Then you will go down sometimes in the future. You attacking me with turbo tempo. This was shit. I didn't thought this could be that much hour. Okay, ich werde hier, falls er mal. Jetzt werden wir ein turbo tempo Duell machen. Wer kann den besseren Turbo-Tempo? Turbo-Tempo-Duell. Irgendwie ist das ein komischer Kampf. Naja, auf jeden Fall hat Turbo-Tempo gewonnen. Und auch Arcani. Reiter Blau wurde besiegt. Was? Wie zum Teufel konnte ich gegen dich verlieren? Also gut, hier nimm das. Es ist der Erdorden. Crystal erhält den Erdorden. Punkt. In Ordnung, ich hatte Unrecht. Du bist nicht aus Watte, sondern ein guter Trainer. Aber eines Tages werde ich dich besiegen. Ich vergesse dich nicht. Und wieso sieht diese Arena so aus? Wie aus Lego und nicht so wie in Rot und Blau. So, jetzt ist die große Frage. Schaffe ich's? Das, ja, schaffe ich. Ich rede jetzt nochmal mit Professor Eich und dann wird er mir sagen, was für ein Orden? Denn er will mir etwas schenken, wenn ich alle Orden habe. Ich habe keine Ahnung. Wenn, dann dürfen sich Rüdiger und Ryo dann darum kümmern, dass es mächtig, technisch weitergeht. Zopf und spring, 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 spring und ja! Ist logisch. Noch ein L2. Laser 2, Lektion 2, wie auch immer. Boah, ich habe jetzt schon gedacht. So, jetzt einmal prüfen. Du sammelst Orden der Arena-Leiter von Kanro. Ich kann mir vorstellen,
Ja, das sagt er. Gut, das war dann euer Keanu. Bis zum nächsten Mal. Ciao.